Hallo und ein herzliches Willkommen zu meiner 8. Folge X-Rebirth mit dem DLC Home of Light. Ja, letzte Folge habe ich ja hier diese Aaron hier geändert und es war, sage ich mal, an bestimmten Punkten und Ecken war es halt schon ein bisschen knifflig gewesen, besonders auch zum Ende hin. Da hatte ich, glaube ich, noch 25 Marines gehabt und da habe ich nur gedacht, wow, jetzt wird's wirklich knapp. Aber dann habe ich ja nur noch gesehen, es war grün und ich habe mich halt ein bisschen gefreut. Okay. ja, ich sag mal, es ist auch machbar. Mit 41 Marines, davon halt, glaube ich, waren 30 Rekruten und der Rest waren Veteranen, ich weiß es nicht mehr, ist es machbar, solch ein großes Schiff zu entern. Aber ich musste halt hingehen und die Hülle mal bis zu 3% runterballern, damit ich halt die den Enterwiderstand, dass der halt gering bleibt. Und ja, hat auch gut geklappt. Und deswegen möchte ich mich auch bei den Kommentaren bedanken. Und ja, wie ihr halt ja gesehen habt, ist es halt machbar. Und wie ich halt auch vorgehe, solch ein großes Schiff zu entern, halt die Voraussetzung ist dafür halt jede Menge Raketen haben und alles an Bewaffnung selber wegzuballern, was hier geht. So, ich habe auch dieses Schiff hier ein bisschen umbenannt. Ah, bleibt mal stehen. Und sie heißt BD Verteidiger Ifrit. BD ist, sage ich mal, eine Abkürzung, die bedeutet halt Blutdrache. Verteidiger ist klar. Und Ifrit kommt aus einem Spiel von Final Fantasy. Ich bin ein großer Fan davon. Ich habe fast jeden Teil durchgespielt und ja, deswegen heißt er erstmal Ifrit. Ja, das war jetzt bei mir Skype. Hab vergessen, mich abzumelden und deswegen bekomme ich erst schon die Nachrichten und es kann jetzt ja nicht mehr lange dauern, dass ich da auch angerufen werde und dann ist die Aufnahme für den Popo. Ja. Ich habe auch offscreen habe ich mir mal ein Konstruktionsschiff gebaut. Das befindet sich hier unten. Und dieses Konstruktionsschiff baut mir jetzt auch eine H2O-Anreicherungsanlage. Momentan hat sie, glaube ich, kein Geld mehr. Ich bin mir nicht sicher. Verwaltung. Ja, du brauchst noch ein bisschen Geld. Ah, das bekommst du jetzt auch. Na komm, du bekommst ein bisschen mehr. So. Da gehst du mir jetzt nicht mehr auf den Keks. Und du kannst halt in Ruhe weiterbauen. Was ich auch vergessen habe, man kann nämlich auch hier diese Sektoren umbenennen. Glaube ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Kurs setzen, Zone, Details, nein. Konnte ja, glaube ich, auch die Zone umändern. Egal, das mache ich. Schaue ich mal, da ich es irgendwie offline hinbekomme. Und ich habe auch ein paar Mods noch hinzugefügt. Einmal ist es das Simio Lantern. Das ist, sage ich mal, eine Art mächtiges Ski-Tool. Und zwar, wer sich da noch dran erinnert, war ich einmal an einer Station verbuggt. Und da blieb mir halt nichts anderes übrig, als halt den Spielplan neu zu laden und offscreen nochmal ein bisschen an Geld verdienen, also quasi Missionen machen und. Und da habe ich halt auch den Tipp bekommen vom Dad, ich soll mal hier den Simeon Lantern drauf machen und jetzt habe ich es mal gemacht. Und zwar könnte ich da, wollte ich mal irgendwo wieder festbacken, würde ich einfach hier den experimentellen Sprung durchführen. Und dann werde ich auch wieder schnell draußen sein. Alles andere will ich da jetzt nicht ausprobieren. Weil ansonsten wäre das Cheating. Und das möchte ich gerne vermeiden. Ich möchte hier gerne ohne Cheat spielen. Weil, wieso? Mit Cheat spielen ist einfach nur langweilig und erbärmlich. Man verliert da so schnell die Lust daran. Ja. Ich habe auch noch eine weitere Mod hinzugefügt und zwar ist das der Stationsbaumanager.
Mit diesem Mod kann ich halt ein Konstruktionsschiffe bauen lassen, die für mich auch automatisch Stationen bauen, die ich halt auswähle. Diese werden halt dann auch automatisch befüllt. Voraussetzt ist natürlich, ich brauche das Geld dazu und es werden auch automatisch alle benötigten Bauteile, also sag ich mal, die anderen zusätzlichen Komplexe werden noch nach und nach hinzugefügt. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist hier dabei, man braucht Geld. Und dieser Stationsbaumanager, der kostet auch natürlich etwas. Und zwar, glaube ich, 15 bis 25% mehr an Kosten. Aber wenn man mal das Geld hat, dann spielen die paar Millionen auch keine Rolle mehr. Und irgendwann wird auch die Zeit kommen, dann habe ich auch wieder meine 200 Millionen oder sogar wieder mehr. Und ich weiß nicht, wohin mit diesem Geld. Da heißt es dann nur noch Schiffe kaufen und noch Stationen hinzufügen. Warum war jetzt die Musik so schnell aus? Okay, das war ein richtig fieser Cut von dieser Musik. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein paar Missionen. Und zwar, mir fehlt es momentan nochmal hier ein bisschen an Geld. Ich habe nur 1,1 Millionen. Ja. Wo ist meine andere Yacht? Die Sol wurde mir abgeschossen. Das war mir bewusst gewesen. Aber wo ist meine andere Yacht? Ah, okay. Die wurde mir auch weggeschossen von diesem Schiff hier unten. Zwar war die, glaube ich, hier hinten an dieser Station gewesen. War, glaube ich, auch dabei gewesen, wegzufliegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ja, dann wurde es halt erschossen. Schade. Aber egal. Ja gut, okay, ich glaube, Rahanas kostet, glaube ich, wieder an die 5 Millionen. Mit den Frachtdrohnen dabei wären wir bei 7 bis 8 Millionen. Das reicht doch nicht. Also da würde ich eher sagen, machen wir noch ein paar Missionen. Bauen. Nö, 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 nö. Zerstören, Minenräumung, die will ich ungern machen. Da es eigentlich relativ einfach ist. Da braucht man einfach nur ein paar Raketen. Visiert jeden einzelnen Asteroiden an und verschießt eine Rakete nach der anderen und das war's. Beschützen. Okay, abgelaufen. Abgelaufen. Verbrecherflotte nähert sich. Okay. Nehme ich mir die mal. Du bist die Technologie Lab 2. Okay. Und wo bist du? Oh, cool. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das gibt noch ein bisschen Kohle für mich. Und zwar, welche ist das? Ah, da hinten ist sie. Die Railgun MK1. Wo seid ihr? Oh. Was? Jetzt habe ich diese Reichweite so hochgesetzt von dieser Railgun, dass man da Ziele von einer Entfernung von 14 Kilometern zerstören kann, beziehungsweise treffen kann. Und diese Waffe schafft es nicht mal, diesen Personentransporter auf 10 Kilometer Entfernung zu treffen oder zu zerstören. Wow, GZ. Toll. Jetzt ist die Frage, wo. Ah, da hinten kommen sie raus, glaube ich. Sind sie das? Ja, da sind sie. Boom. Hier ist er. Ich habe da auch noch ein paar Waffenmodifikationen noch in den Waffen reingetan. Oder aus dem Großkampfschiff. Könnte eine leichte Sul sein. Oder eine Xenon K. Ja, es ist eine Xenon K und sie greift ein Schiff an, oder?
Ich weiß es nicht, egal. Dafür, weil ich glaube, meine Ifrit, die hat wieder die volle Bewaffnung oder ein Teil der Bewaffnung. Sollte mal ausreichen vorerst. So. Bunthauben schießen. Und für die Railgun brauche ich unbedingt Waffenmodifikationen, wo die Abkühlrate bis die Stelle vorbeigeht. Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Und ich habe natürlich auch für die Partikelbeschleuniger MK2 habe ich auch eine Modifikation drin, dass die Waffen die Feuergeschwindigkeit erhöht ist und auch die Abkühlrate. Oh, das war jetzt ein richtig fieser Leck. Plasmakanone MK3. Die Plasmakanone MK3 nutze ich sehr gerne bei den Ps, da diese sehr langsam sind. Und ich, Idiot, habe sie überladen. Normalerweise wären die mit zwei Schüssen wären die weg. Na komm. Okay, das wird jetzt ein bisschen mies. So. Komm, geh mir nicht auf die Keks. Hau ab. Komm, weg mit dir. Weg, 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 weg. Oh, cool. Ein Schiff für mich. Weg bist du. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ach toll, ey. Schieße ich da volle Latte daneben. So, du bist. Und du bist. So, was noch? Eine M. Nein, nicht reparieren. Oh. Dein Ernst. Hier los. So. Ach, die scheiß Pela. Plasmakanone. Ja, das ist das Problem. Also ihr dürft, wenn ihr die Plasmakanone... Verdammt, ist noch nebengeschossen. Wenn ihr die Plasmakanone ladet, dürft ihr nicht den Turbo-Modus benutzen, da man sonst die Waffe automatisch abschießt und das ist dann ziemlich uncool. Oh. Nicht reparieren, verdammt nochmal. Die P gehört mir. Dankeschön. Aha. Und wieder mal 9 Millionen für mich. Hehe. Verdammt. Da war ich ein bisschen zu langsam. Was bist du da hinten? Auch noch eine P. So. So eine K hätte ich noch gerne. Hehe. Komm, weg mit dir. Yes. Ich hätte gerne so eine K. Würde bestimmt auch noch ein bisschen was wert sein. Keine Raketen, ja?
So, einmal. Tschüss. So, spring mal bitte weg. Ich hätte gerne noch eine K. Die würde ich halt eben gerne verkaufen. So. Du bist weg. Schießt hier noch. Hat die K noch an. Ah, okay. Die ist gleich weg. Also das bringt nichts mehr. So, die ist zerstört. Schade. Hätte könnten sein, dass ich die noch ändern könnte, aber. Oh. Ah ne, das sind normale Sprungantriebskomponenten. Sind keine seltenen. Bin aber ganz schön schnell weg. Da. Ich glaube, die wird jetzt noch ein paar Teile von dieser. Ne, die Explosion reicht da nicht aus. Um noch Teile zu zerstören von der Station. Oder? Wow. Okay. Hat leider nicht gereicht. So, ich habe hier, ja, hinten ist mein Konstruktionsschiff. Und irgendwo habe ich doch diese P gesehen. Da ist eine M. Details. Kurs setzen. Nee, nichts Autopilot. Nichts Autopilot. Aber, nee, schon mal erstmal die P. Zeige. Kurs setzen. Leitsystem. 1, so. So. Airlaser. Da will ich erstmal sagen, ich schon mal ein paar Piloten noch ziehen zu. Wo sind sie? Willis Gang. Rufen. Anheuern. Jawohl. Wow, 11 Millionen bekommen? Oh, wow. Cool. Ja, da könnte ich mir noch eine Rachanas kaufen, die dann für mich handelt. Wie viel habe ich jetzt insgesamt bekommen? Wo war es gewesen? Logbuch. So. 7 Millionen. Okay, das ist schon heftig. 7 Millionen. Ja gut, wobei, ich habe da einige an Ps zerstört. Also das macht da schon einiges aus. So, übernehmen. So, du bist auf 100%. Da habe ich noch eine M. Bitte übernehmen. So. So, da habe ich wiederum 9 Millionen auf dem Konto. Ich glaube, die M bringt, glaube ich, auch wieder 1 Million oder 1,5 Millionen. Hm, ja. Das. Ah, verdammt. Das lohnt sich. Also ab und zu hört ihr so ein paar Schmerzensschreie von mir. Und zwar habe ich mir auf der Arbeit, habe ich mich verdreht. Habe ich mir im Rücken, habe ich mir einen Nerv eingeklemmt und das tut jetzt höllisch weh. Und je nachdem, wie ich mich drehe, wow, das ist wirklich, ich bin nicht mehr der Jüngste für sowas. So, rufen. Jawohl, Schiffe verkaufen. Die M, okay, die bringt nur 800.000. Dieses Schiff verkaufen. Ich hätte könnten ja auswählen. Und hier die P, hätte ich gerne noch verkauft. Die Suhl. Die bleibt erstmal. So, und zwar bräuchte ich noch eine Rahanas Container. Ja, was ich glaube ich mal auch in der letzten Folge erwähnt habe, fehlt hier der Button alles aufrüsten. Den vermisse ich. Und so ist man leider immer noch gezwungen, diesen blöden Schieberegler hin und her zu rollen. Das ist ein bisschen nervig. So, Lasten-UAV bräuchte ich welche. Ich glaube 40 Stück sollten reichen. Na. Und auch hier so ein Feld, wo man kann eine bestimmte Zahl eingeben, um für diese Anzahl zu kaufen. So muss man auch wiederum hier diesen Schieberegler benutzen oder die Pfeiltasten.
damit man die gewünschte Anzahl hat. Okay, weiter. 11 Millionen. Nee, ich bleib's mal erstmal bei 2 Stück. Und da ich ja die andere Station am Bauen bin, bräuchte ich dazu eine Sequana. Was ist die? Die hat, glaube ich, 2 Bergbautürme. Genau, die hat 2 Bergbautürme. Sie hat eine Einheitenkapazität von 300 Drohnen. Ja. Und die, wo sich mal gefragt haben, was ist der Unterschied zwischen der Sequana und der Fetthelm? Die Fetthelm hat nur einen Bergbauturm und hat eine Einheitenkapazität von 150 Drohnen. Also ist die, sage ich mal, mit der baut man viel langsamer ab als mit dieser hier. Natürlich kostet die, glaube ich, etwas mehr. Nein, die sind gleich teuer. Hm, wow, okay. Die sind gleich teuer. Und dann würde ich erstmal sagen, kaufe ich mir mal... Eine sollte reichen, vorerst. Ja, ich glaube, eine sollte erstmal reichen, bis ich die, bis das Eis aufgefüllt ist von meiner H2O-Anrechnungsanlage. Lastenurfaust brauchst du. 30, 40, 40. Und was, wer sich auch mal denkt, was der Unterschied ist zwischen diesem Tagebau-UAV MK1 und der Tagebau-UAV MK2. Ich habe da bis jetzt noch keinen einzigen Unterschied gemerkt, außer dass diese hier relativ teuer sind. Also ich nutze meistens eher die MK1, weil die MK1-Variante baut, glaube ich, genauso schnell ab als die MK2. Und da ist eigentlich nur der Preis, der ist halt wesentlich teurer. Ja, und sie ist auch etwas größer. Hat mehr Hülle, okay. Antriebe, 150 Meter pro Sekunde. 104. Alleine schon wegen der Hülle und der Antriebe kostet sie schon das Dreifache mehr. Also, nee, das muss nicht sein. Ohne mich. Ich würde es mal bei 50 Stück belassen. Klar, wir haben eine Einheitenkapazität von 300. Man nimmt halt die Sachen so. Achso, ja. Nee, gut, okay, das passt, das passt. Das ist ein Denkfehler von mir drin. Oh. Ernsthaft? Ach komm, ey. Ah. Komm, 30 Stück reichen aus und dann mache ich dir hier 40. Mann, alleine wegen schon mit den 200.000. 50 reichen auch. Nee, das reicht nicht, weil, das, weil ich schon mal drüber bin. So. Ja, das passt, okay. Hab mich schon gewundert, wieso bin ich auf minus 9 Millionen. Aber das waren ja die Kosten gewesen von diesem Schiff. So. Wie weit ist die hier hinten? Ist die schon fertig beim Bauen? Komm, das Einzige, was mich hier nervt, sehr viel nervt, ist, dass mir ständig hier die Information angezeigt wird. Zahlung erhalten, abgebucht und noch den ganzen Scheißdreck. Den brauche ich nicht. Schade, dass es da noch keine Mod gibt. Ich glaube, es sind, glaube ich, 2 Entwickler sind schon dabei, eine Mod zu erstellen. Die wird das Ganze hier entfernen, aber es gibt da momentan noch Probleme, da alleine schon dieses HUD hier so tief in das Spiel eingebaut ist, dass diese Entwickler Probleme haben, sowas zu, das zu entfernen und dass man nur dieses Radar sieht oder halt die Informationen von den einzelnen Schiffen. Also ich spiele gerne mit Radar. So. Und zwar kann man ja mit Shift-R kann man hier ständig die ganzen Sachen hier, ausblenden, einblenden. Und ich spiele halt gerne mit dem Radar. Und das Einzige, was mich dann immer nervt, ist, dass da immer wieder die ganzen Meldungen kommen. Ansehen erhöht oder Ansehen gefallen. Das nervt. Ich hätte gerne, sage ich mal, dass man das irgendwie komplett entfernen kann.
und dass die Meldungen irgendwo hier links oben erscheinen. Ganz, 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 ganz klein. So, dass man es nicht mehr sieht. Fertig. Und den Rest will ich mit Radar spielen. Aber das ist, sage ich mal, zurzeit noch nicht möglich. Und ich hoffe mal, dass da demnächst was passiert. So. Du wirst gebaut. Wieso werden mir jetzt ja hier keine Informationen angezeigt von dem Schiff? Was? Ja, hier wird es immer angezeigt, die Informationen. Okay, komischer Bug. Egal. Die Baudrohnen sind dran. Hier wird ein Teil von meiner Station gebaut. Passt. Ja. Ach Gott. Ich brauche ja noch diesen Experten. Da fingen meine drei Probleme wieder an. Ich brauche noch diesen Experten. Ich glaube, das ist der Wasseraufbereitungsexperte. Verdammt. Eine gute Architektin. Nee, Architektin brauche ich nicht. Ich brauche den Manager, genau. Den brauche ich. Schaue ich mal gerade. Ich fliege mal da hinten zu den Stationen. Bist du? Ah, du bist meine Rahanas. Bist du schon fertig? Tatsache, du bist fertig. Cool. So, Staffel entfernen. Rahanas Container, du wirst umbenannt. Du bist ab sofort die Yacht Nummer 1. Rahanas. Toll. Container. So. Okay, passt. Egal. Du. Wie ging das nochmal mit dem Yacht? Rufen. Vorgesetzten Fußzubehör. Ah, genau. Okay, Trader, du machst. Freies Handeln habe ich dich auf den Container gelassen. Automatisch nachtanken, ja. Deine Home Zone ist ab sofort die hier. Genau. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Muss ich noch gucken mit der zweiten. Ja. Rahanas. Die muss ich auch zu meiner Home Zone machen. Und zwar ist das die hier. Details. Auf der Karte an. Zone. Nee, rufen. Neuer Befehl. Trading Miner, Home Zone. Wenn man einmal zu schnell ist und natürlich schließt. So, noch einmal. Neuer Befehl. Configuration. Die Homezone, bist du hier? Leerer Raum. Akzeptieren. Hast du jetzt da übernommen? So kann ich dich. Was zum Teufel? Wieso kann ich da jetzt da keinen neuen Befehl ergeben oder Vorgesetzten zuweisen? Was soll denn die Scheiße? Ach Gott, ey, dieses Spiel manchmal. Egal. So, meine Ifrit. Rufen. Neuer Befehl. Das mache ich später. Aber zuerst will ich gerne einen Manager haben. So. Für eine Station dem Manager. Wie gut seid ihr? Ja, ich nehme mich. 83.000, okay, passt. So, da brauche ich noch einen Verteidigungsoffizier. Rufen.
Fähigkeiten. Und die behalte ich mal im Auge. Die werden immer schlechter. Die werden wirklich immer schlechter. Oh, cool. Kampfmoral. Okay, ja. Ich nehme mich. Spezialisten für eine Station. Agrar, Chemiker, Präzisionsfertiger. Welchen brauche ich? Hier, den Wasseraufbereitungsexperte. Genau, den brauche ich für diese Stationen bei mir zu betreiben. Aber. Kampfverbindung. Den Verteidigungsoffizier. Die Fähigkeiten. Okay, Führung. Was? Ich habe doch mal ein paranetisches Schmuckstück hergestellt. Ich habe doch mal ein paranetisches Schmuckstück hergestellt. Hier. Paranetischer Schmuckstück, Geschenk. Einer ist bei mir drinne. Den habe ich ja gecraftet. Okay. Aber da müssen doch quasi doch hier diese Seminare. Wieso werden bei mir nicht die Seminare angezeigt? Ich habe doch ein Schmuckstück, habe ich doch hergestellt. Da müsste doch quasi doch ein paar Seminare hier erscheinen. Oder ist diese Mod jetzt auch noch verbuggt? Uff, dieses Spiel. So, öffne Kommverbindung. Ich habe meinen Verteidigungsoffizier. Wo ist mein Manager? Wo ist mein Manager? Was zum Teufel? Also das riecht mich jetzt etwas auf. Ich habe doch diesen. Habe ich den nicht genommen? Hä? Ich den wirklich nicht genommen. Bin ich jetzt ein bisschen neben der Spur? Ich habe ihn nicht genommen. Aber ich habe doch gerade noch was verkannt. Noch einen Manager gekauft für um die 80.000. Okay. Komisch. So, hier, die Rahanas rufen. Aha, okay, jetzt geht's wieder. Nein, neuer Befehl. Okay, Home. So. Ändern. Leerer Raum. Wähle. Wieso Distrikt 7? Ach komm, ey. Bin ich jetzt das so neben der Spur? Wieso macht denn der das nicht? Muss man das erst stoppen und dann wieder machen mit dem Trade Manager? Oh, Home Zone. Wähle. Ja, toll. Er hat das bei der anderen auch nicht gemacht. Rufen, neue Befehle. Distrikt 10. Also der. Okay, dann. Dann macht er das gar nicht. Dann macht dieser Tough. Nimmt diesen leeren Raum nicht als richtige Zone wahr. Muss man die erst noch umbenennen? Diese Zone. Muss man die wirklich erst noch umbenennen? Diese gute Frage. Aber wie kann ich denn wieder Zonen umbenennen? So, meine Station ist fertig, ein Teil. Gute Frage.
Frage, wie kann man Zone umbenennen? Ich habe es mal einmal gemacht, aber ich weiß nicht mehr wie. Egal. Egal. So. Upp. Muss ich mich mal im späteren Verlauf mal schlau machen, an die Zonen wieder umbenennt. Du bleibst erstmal stehen. Ich gebe mir meinen Manager mal hier. Gebe ich mal ab auf die Station. So. Und zwar öffne Kommverbindung. Öffne Kommverbindung. Verteidigungsoffizier. Und zwar ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist mein Manager? Ich bin doch nicht doof. Ich habe doch gerade eben den Manager gekauft. Wo ist er? Wo ist mein blöder Manager? Was? Alter, willst du mich hier kackeiern? Techniker, okay. Pilot, okay. Techniker, Marine, Pilot. Wo ist mein Manager? Ach, dieses Spiel, ey. Soll ich jetzt dann wieder ernsthaft nochmal Geld ausgeben für einen Manager zu kaufen, der mir nicht wieder in mein Schiff reinkommt und dann wieder einen neuen Manager kaufen? Ach, komm. Das ist jetzt so nervig. So, noch einmal. Station Manager. So, noch einmal. Wie gut bist du? Ist scheiße, okay. Du bist auch nicht der Wahre. Komm, dich nehme ich jetzt einmal zum Test. Okay, 116.000. Interessiert mich nicht. So, abgebucht. 116.000 für diesen Manager. Wo ist mein Manager? Wieso kommt er nicht angeflogen? Ich habe ihn jetzt gekauft. Zum dritten Mal. Er erscheint nicht. Er ist auch nicht hier bei mir im Raum drinne. Das heißt, die Manager, die sind verpackt. Och komm, ey. Oh Mann. Wo ist... Ich weiß nicht, wie ich das da jetzt noch machen soll. Soll ich jetzt ja ernsthaft mit dem Cheat-Menü in diesen Manager hier reinfügen oder was? Oh, komm. Simon's Lantern. Herbeirufen Personal. Schiffspersonal. Manager. Argon ist mir egal. So, der ist drinne. Okay. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Mod jetzt zu benutzen, um einen Manager zu bekommen. Wie gut bist du? Okay, du hast... Ernsthaft? Okay, das ist ja ultra cheating, also, ach Gott, ey. Komm, hau ab. Alter, Vater, ey, das gibt's doch nicht. Das heißt, die Manager sind da schon verbuggt. Oder es ist eine Mod-Schuld, ich weiß es nicht. Unglaublich. Naja. So, dann könnte ich ja jetzt... wo bist du nochmal? Leichter Soul? Nein. Wieso Befehl nichts?
man. Also jetzt befehl nichts, wieso? Du bist doch. Ja, ich habe dir doch befohlen, neuen Vorgesetzten zu. Hast du kein Geld mehr oder was? Komm, Homezone District 10. Freies Handeln, ja. Galaxie, nein, ich will erstmal System akzeptieren. So, dann müsstest du doch quasi wieder fliegen. Befehl, nichts. So. Du hast einen Captain, das reicht dir vollkommen aus. Du hast auch einen Captain, du handelst aber. Kein Kommentar mehr, also wow. Ich weiß es nicht. Beschütze, Verteidigung, okay. Wieso machst du nichts? Ja, wieso machst du nichts? Weil du einfach den Befehl hast, nichts. Ja, das ist jetzt am nervig. Stop autonomous trading und tralala. So, du hast natürlich vom Kampf zurückziehen. Was? So vom Kampf zurückziehen. Ich mach's jetzt mal anders. Wieso fliegst du denn jetzt? Da ist doch nichts. Neuer Befehl. Fliege zu meiner aktuellen Position. So, aber. Ich weiß jetzt wirklich nicht, woran, wieso er hier Probleme macht. Befehl, warten, Bereitschaft. Wieso warten? Okay, das ist mir mit dem jetzt ein bisschen zu blöd. Ich versuche mal offscreen diese Probleme zu beseitigen. Und dann würde ich eher sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!